Hallo, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, viele fragen sich, wo die BMW LL01-Freigabe hingegangen ist, beziehungsweise warum einige Öle das nicht mehr haben. Da sind die Fragen sehr groß: Welches Öl nehme ich denn jetzt? Was mache ich mit dem Öl, wenn jetzt die Freigabe weg ist? Ich habe es bestellt, eigentlich soll es einer haben, die ist nicht mehr drauf. Ist das jetzt Müll oder wie oder was? Und welches Öl ist sowieso gut als LL01-Öl? Was benutze ich? Die Fragen sind da und in diesem Video helfe ich euch und gebe euch da ein paar wertvolle Tipps und erkläre euch, warum das Ganze so ist. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Also kurz gefasst, in einem meiner Videos habe ich euch das schon erklärt, was mit dem BMW LL01 passiert ist und warum die Freigabe verschwunden ist. Trotzdem mache ich nochmal ein separates Video dazu, weil es sehr viele gefragt haben mittlerweile. Der Grund dafür ist, dass die LL01-Freigabe weg ist, ist BMW hat Ende 2008 den BMW N20-Motorentest eingeführt. Das heißt, mit dem N20-Motor, mit der Grundlage dieses Motors, wurde die neue Ölspezifikation LL01 und die Freigabe natürlich auch selbstverständlich damit verbunden eingeführt. Das bedeutet, das Öl mit der LL01-Freigabe muss jetzt die Anforderungen erfüllen können, um in einem N20-Motor gut zu funktionieren. So, erstmal ist das so grob der Grund, warum das so geworden ist, wie es nun ist. Was bedeutet das Ganze jetzt für den Ölhersteller und was bedeutet das für dich als Endverbraucher? Der Ölhersteller hat zwei Varianten, und zwar kann er einmal die Freigabe, die offizielle Freigabe, dass das ein BMW-Öl ist, die auch natürlich erwerbt werden muss, kann er einmal wieder dadurch erlangen, indem er das aktuelle Öl anpasst oder neu auf die N20-Bedingungen abstimmt, wenn sie vorher noch nicht in der Lage waren, das zu erfüllen. Einige Öle konnten das vielleicht, ich weiß aber jetzt nicht, welche das sind. Auf der anderen Seite wird die Freigabe von einem Öl, das bisher die LL01-Freigabe hatte, in eine LL01-Empfehlung herabgestuft. Der Nachteil für dich als Verbraucher ist, wenn du jetzt ein aktuelles Auto hast, zum Beispiel BMW M2 oder ein 240i, und du hast noch diese Werksgarantiengeschichte und du möchtest, und in dem Fall ist es meistens so, dass die Öle nun mit offizieller Freigabe dazu verpflichtend sind, um weiterhin Garantiebedingungen einzuhalten. Natürlich ist ein Öl, was jetzt nur eine Empfehlung hat, nicht schlechter als das, was nur eine Freigabe hat. Einige LL01-Öle wurden auf den N20-Test abgeändert oder es wurde eine neue Produktlinie rausgebracht. Das beste Beispiel war zum Beispiel Mobil 1 0W40 New Life. Das New Life 0W40 war ein echt gutes Öl und hat die LL01-Freigabe dann verloren durch den Test und wurde dann durch das New Life FE, heißt das glaube ich, ersetzt. Ist aber von der Grundkonzipierung ein anderes Öl geworden, was nicht mehr so geil für ältere Motoren ist oder auch in der Konzeption nicht mehr so gut formuliert war wie ein vorheriges New Life 0W40 Öl. Deswegen hat sich das Ganze so ein bisschen gewandelt. Also meine Ölempfehlung wäre einmal ganz simpel: Wenn ihr ein L01 Öl braucht mit offizieller Freigabe, gibt es für mich einen ganz klaren Sieger, und zwar das ist das Ravenol VST 5W40. Das ist einmal sehr cool. Ich habe auf meiner Homepage einmal eine Liste aufgestellt und die wird noch stetig erweitert mit weiteren Ölen, weiteren Motoren. Das heißt, auch die B-Motoren, B58-Motoren sind da gelistet. N54, 55 wird kommen. Für diese Motoren wird das Ganze kommen. Für die älteren Motoren wird das Ganze kommen. Einmal eine Liste, schaut euch das einmal an. Auf meiner Homepage www.markminetti.com, ein bisschen weiter unten. Das ist alles sehr geil gemacht. Und zwar ist einmal das Originaldatenblatt von dem jeweiligen Ölhersteller mit dabei und dann einmal die Ölanalyse. Wenn ihr in die Tiefe gehen will, kann einmal in die Ölanalyse reinschauen. Das ist einmal die Ölanalyse vom Oil Club, wo einmal aufgespaltet wird, wie viel Zink, Phosphat, Sulfatasche und so weiter und so fort ist da drin. Da wird sogar auch darüber diskutiert. Da habt ihr die Möglichkeit, auch in die Tiefe einzusteigen. Natürlich auch einen Produktlink zu Amazon, wenn euch das Ganze gefällt und Preis wissen wollt oder das auch da bestellen wollt, könnt ihr es gerne machen. Ich bestelle alle meine Öle bei Amazon. Wer das woanders bestellen möchte, der soll das auch gerne machen. Ja, dann geht es einmal weiter zu den LL01 Ölen für uns speziell, N52, N53 Fahrern oder von den älteren Generationen, die jetzt nicht unbedingt auf eine Freigabe bestehen müssen, sondern auch eine Empfehlung reicht. Die Empfehlung ist in dem Fall so zu verstehen, dass einige Ölhersteller einfach nicht den Aufwand betrieben haben, das aktuelle Öl den aktuellen Anforderungen anzupassen. Die Freigabe wurde dann in eine Empfehlung umgewandelt. Das heißt, du hast dann die Kanne gekauft, in dem Fall zum Beispiel Motul XS 5W40, ein sehr bekanntes Beispiel,
wird im Internet noch meistens als LL01 Freigabenöl beworben, weil die meisten Homepages und Amazon das nicht geändert hat oder die Produktfotos alt sind. Dann kriegst du nach Hause, guckst auf den Kanister und denkst du, hey, das ist gar kein LL01 Öl mehr. Was soll denn der Scheiß? Habe ich ein falsches Öl bekommen? Muss ich das wegkippen? Retourniere ich jetzt? Wie, wo, was? Der Punkt ist, es wurde einfach nur von Freigabe in Empfehlungen umgewandelt. Das steht meistens dann in den PDF-Dokumenten drin, also in den Ölbeschreibungen, dass es eine Empfehlung hat, weil die Freigabe wird meistens sehr, sehr groß publiziert auf den Kanistern und dann die Empfehlung eben dementsprechend nur so, ja, ich empfehle auch dir das Öl für dies und das und jenes. Das einmal so zu wissen. Meine Favoritenöle für ältere LL01-Anforderungen und Empfehlungen ebenfalls auch auf meiner Homepage verlinkt. Und zwar meine Topöle ohne Reihenfolge. Meine Topöle sind einmal Rowe Sünd RS 5W40. Es gibt auch RSI und sonst was. Das RS 5W40 hat ein sehr gutes Basisöl und hat eine sehr gute Additivierung, was ebenfalls auch für Ravenol VST 5W40 gilt. Also auch ebenfalls ein Paraöl und auch eine sehr gute Additivierung. Diese beiden Öle sind aber vom Grundprinzip her im Anschaffungspreis verhältnismäßig teuer. Das heißt, die 5 Liter kosten ungefähr 50 Euro, dass ihr so ein Gefühl dafür kriegt. Ein gutes, preiswerteres Öl ist das Motul XS 5W40. Es ist Hydrocrack-Öl, auch ein sehr gutes Öl, aber pro Kanister liegt man ungefähr bei 33, 30 Euro. Ich habe es auch schon mal günstiger geschossen. Ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden, möchte noch mal einen kleinen Nachtrag hinzufügen. Und zwar zu dem Motul. Da gab es noch Schwierigkeiten in der Formulierung des Vollsynthetisch und Technosynthese und irgendwie in der Begriffsformulierung gab es da ein Gerichtsurteil. Wer in die Tiefe steigen möchte, ich habe einmal den Link zum Gerichtsurteil in der Beschreibung drin und natürlich auch einmal eine Diskussion im EuClub, wo das auch ein bisschen diskutiert worden ist, das Gerichtsurteil. Wer in die Tiefe steigen will, kann es gerne machen. Wie gesagt, das Öl ist kein schlechtes Öl, es ist ein gutes Hydrocracköl, bloß das Schwierige ist halt, es wurde als vollsynthetisch verkauft, da war es nicht ganz vollsynthetisch ist. Wenn man sich die Definition von Hydrocracköl anguckt, jedenfalls ist trotzdem das eine Mischung aus Hydrocracköl und GTL. Wer mehr, wie gesagt, in die Tiefe steigen möchte, kann gerne in der Beschreibung lesen und sich damit ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ich habe jetzt bisher das Rowe und das Motul ausprobiert und das New Life, solange es es noch gab. Alles drei sehr geile Öle funktionieren auch hervorragend mit der Wagner Additivierung zusammen. Das heißt, dieses Zusammenspiel Wagner Additiv, Oil Stop mit drin und dann das Öl an sich, wie es funktioniert, ist sehr, sehr, ja, sehr, sehr gut funktionierend und eine sehr gute Kombination. Das wären jetzt so einmal meine Top 3 Öle, ohne eine Reihenfolge zu haben. Das sind alles Öle, die finde ich sehr gut, die drei, die ich eben genannt habe. Es ist einmal was Hochpreisigeres mäßig dabei. Also es geht natürlich noch mehr. Und auch, wie gesagt, ein günstigeres, was auch ein sehr gutes Öl im Gesamtpaket und auch sehr gut mit dem N52 Motor harmoniert. Einmal so, dann gibt es noch weitere Öle. Ich lese mal von meiner Homepage ab. Ihr könnt es gerne auch euch anschauen. Und zwar einmal das Miguin 45, das super Leichtlauf. Dann natürlich hat Wagner auch ein 45 Öl. Das habe ich noch nicht getestet. Einige haben mich auch schon gefragt, warum. Ich sage mal warum. Ich will nicht nur Wagner, Wagner, Wagner machen, sondern ich habe die Produkte jetzt bisher benutzt und bin sehr überzeugt davon und ich kriege auch super Feedback drauf. Ich möchte aber eigentlich auch noch über ein, zwei andere Leute reden. Von daher will ich mich jetzt nicht nur auf auch noch Wagner Öl und bla machen. Also mich persönlich interessiert das Öl tatsächlich auch sehr. Wie gesagt, ich habe noch nicht benutzt, weil ich gern gerade das andere nochmal nutzen möchte und einfach nicht nur mich auf rein Wagner spezifizieren möchte. Ich habe auch andere Produkte und nehme auch andere Produkte, aber dass ihr immer so wisst, wieso, warum, weshalb. Und dann gibt es noch einige Öle, die habe ich für den Racing-Einsatz. Das heißt, wenn du irgendwie auf dem Track unterwegs bist, höhere Öltemperaturen hast oder sowas, da habe ich nochmal ein paar zusammengesucht, die auch von der Viskosität höher sind, die ganz andere Intervalle sind. Also die sind wirklich mehr nur fürs Ballern auf der Strecke so gedacht. Für den Alltag würde ich davon eher ablassen. Trotzdem komme ich einmal zu den Ölen und zwar Ravenol RCS 5W40 hätte ich da einmal als sehr geil empfunden. Das Pinch Heat Racing Tense 10W40, auch ein sehr gutes Öl. Die Werte in dem Datenblatt im Oil Club sind auch echt sehr nice, also schaut da mal gerne rein. Redline 5W40, Redline ist sehr teuer, 20 Euro der Liter, könnt ihr euch darauf einstellen, hat aber sehr krasse Verschleißeigenschaften. Aber die erreicht man auch zum Beispiel mit Motul und die Wagner Mikrokeramik. Also da hat man auch sehr krassen Verschleißschutz im Motor drin in dieser Kombination. Das Mikrokeramik ist sowieso extrem geil für den Verschleißschutz, Laufruhe und so weiter und so fort. Und wie gesagt, Redline auch ein sehr gutes Öl mit einer 5W40 Viskosität, auch ganz nice. Ist auch ein LL01 Öl.
Dann Ravenol RSE 10W50, Redline 10W50, Kron Oil Polytech 5W40 und Ravenol HVÖ 10W50. Das heißt, wenn ihr auch in der Viskosität hochgehen wollt, Richtung 10W irgendwas oder 10W50, 10W40, wäre das auch nochmal eine Alternative. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch da ein bisschen weiterhelfen konnte. Wenn ihr schon mal ein Video von mir gesehen habt, das euch geholfen hat oder dieses Video euch geholfen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich habe gesehen, sehr wenig von euch, die meinen Kanal schauen, haben meinen Kanal abonniert. Deswegen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das machen würdet. Ansonsten, wenn euch das gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und teilt das gerne in Facebook-Gruppen, in WhatsApp-Gruppen, an jeden, der ein bisschen BMW und ölverrückt ist oder einfach der gerade einen Ölwechsel braucht und nicht weiß, welches Öl er gerade benutzen sollte. Und das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst ein Like da, teilt das Video, checkt meine Homepage auf und schaut euch die anderen Videos an. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Jungs. Peace.